Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Es ist wieder Sonntag und somit Zeit für ein neues Video. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel des Videos erkennen konntet, werde ich heute wieder eine Marke ausprobieren. Und dafür wurden mir von Curls Friendly zwei Produkte zugeschickt, die ich dann heute mal ausprobieren werde. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Curls Friendly. Das ist ein Online-Shop, wo ihr Haarprodukte kaufen könnt. Ich verlinke euch den Shop hier unter dem Video in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da gleich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Curls Friendly hat auf jeden Fall eine große Auswahl an Haarprodukten. Viele davon sind auch für die Curly Girl Methode geeignet. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch und zwar könnt ihr mit Aniva7 direkt 7% auf eure Bestellung sparen. Also guckt auf jeden Fall mal in dem Online-Shop vorbei. Ich finde es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Genau, und wie gerade eben schon gesagt, hat mir Curls Friendly freundlicherweise Produkte zugeschickt von Sumilai. Und zwar sind das die beiden hier. Ich habe hier einmal einen Leave-In Conditioner von Sumilai. Hier vorne steht schon direkt drauf, dass es Nourishing sein soll. Es enthält Shea Butter und Avocadoöl. Daran kann ich immer schon direkt erkennen, dass es wahrscheinlich sehr reichhaltig ist und viel Feuchtigkeit spendet. Darüber steht auch schon, für welche Haartypen das geeignet ist. Also es ist sowohl für trockene als auch wellige, lockige oder auch Afro-Locken geeignet. Dieses Produkt ist nicht nur tierversuchsfrei, sondern auch Curly Girl Safe. Ihr könnt es also auch für die Curly Girl Methode anwenden. Und hier haben wir dann noch die Anwendungshinweise. Hier steht, dass man es auf nassen als auch auf trockenem Haar auftragen kann und dann einfach wie gewohnt einarbeitet. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich meine Haare immer nur im nassen oder mindestens feuchten Haar einarbeite. Das ist auf jeden Fall der Leave-In Conditioner von Sumilai. Den werde ich als erstes einarbeiten. Und anschließend werde ich dann das Frizz Control Curly Gel einarbeiten. Hier steht auch wieder direkt oben drauf, dass es für verschiedene Haartypen geeignet ist. Es soll mittleren Halt bieten und es enthält Leinsamenextrakt. Hinten steht dann auch wieder drauf, dass es frei von Tierversuchen ist. Es ist für die Curly Girl Methode geeignet. Es ist vegan. Es soll die Haare auch wieder mit Nährstoffen versorgen. Und dann haben wir hier wieder Anwendungshinweise und da steht, dass man das in feuchtes oder auch nasses Haar einarbeiten soll. Im Prinzip genauso, wie ich das in all meinen anderen Videos mache. Von daher werde ich das dann heute auch genauso machen. Das sind auf jeden Fall die beiden Produkte, die ich heute in der Kombination miteinander ausprobieren werde. Ich habe schon oft und viel von dieser Marke gehört, von daher bin ich sehr gespannt, wie das Endergebnis nachher aussieht. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Meine Haare sind wie bei jedem Produkttest frisch gewaschen, das heißt, ich habe jetzt nichts in den Haaren drin, keine Creme, nichts mehr von meinem Conditioner oder auch irgendwelche Öle und werde jetzt erstmal wieder meine Partien einteilen. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal so durch die Mitte und teile mir ungefähr die Mitte meines Hinterkopfes ab. So. Und den oberen Teil stecke ich mir einmal kurz weg. So, und wie man hier jetzt schon sehen kann, sind meine Haare schon wieder fleißig am Trocknen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder mit meiner Sprühflasche arbeiten und werde sie so lange ansprühen, bis ich wieder dieses Squish-Geräusch in den Haaren habe. Bedeutet, wenn man die Haare knetet, dass man dann wirklich hört, dass da wirklich richtig Feuchtigkeit drin ist. Jedes Mal, wenn ich meine Haare style, setze ich auf dieses Squish-Geräusch. Das ist für mich wirklich essentiell, weil ich dann genau weiß, jetzt habe ich genug Feuchtigkeit in den Haaren. Das Produkt wird sich mit der Feuchtigkeit in meinen Haaren verbinden, wird tiefer und leichter in die Haare eindringen und nicht einfach nur auf den Haaren drauf liegen bleiben und sie am Ende sogar beschweren. Ich werde euch aber gleich nochmal zeigen, wie sich das dann anhört. So, das Squish-Geräusch ist wieder da und das hört sich so an. Und jetzt geht's an den Leave-In Conditioner. Riecht auf jeden Fall sehr frisch, hat ein bisschen was von Pfefferminze, also irgendwie schon sehr erfrischend. Und dann könnt ihr wahrscheinlich auch schon sehen, dass es eine relativ dicke Creme ist. Hier bewegt sich gar nichts und ich halte die Dose wirklich schon sehr seitlich. Obwohl, da ganz unten kommt ein bisschen was raus, aber wirklich sehr, sehr langsam. Wenn ich jetzt hier einmal so reingehe, dann sieht man auf jeden Fall, dass es eine ziemlich dicke Creme ist. Ich finde es immer wichtig zu wissen, wie dick eine Creme ist, denn je dicker die Creme, umso weniger sollte ich benutzen. Wenn es ein relativ leichter, dünnflüssiger Leave-In Conditioner ist, dann kann ich wesentlich mehr nehmen, als wenn ich so eine dicke Creme habe, weil die Dicken das eben begünstigen können, dass die Haare beschwert werden und die Locken sich ein bisschen mehr aushängen. Ich werde hier jetzt also erstmal eine kleine Menge nehmen. Ich werde jetzt erstmal mit so viel anfangen, also wirklich nur meine Fingerspitze voll. Falls das zu wenig sein sollte, kann ich immer noch was nachnehmen, aber ich will jetzt erstmal mit wenig Produkt anfangen und schauen, wie sich das in meinen Haaren verhält. Und das arbeite ich jetzt einfach hier erstmal in diese Partie ein. Ich merke auf jeden Fall jetzt schon, dass sich das ziemlich leicht verteilen lässt. Es fühlt sich alles sehr cremig an. Der Slip ist auf jeden Fall da, verbindet sich also auch direkt mit der Feuchtigkeit. Der Duft ist nicht penetrant, aber man merkt ihn auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob man ihn nachher noch riecht, wenn die Haare dann getrocknet sind. Und ich glaube, dass die Menge jetzt auch schon gereicht hat. Also ich werde jetzt nicht nochmal was einarbeiten. Ich habe schon das Gefühl, dass ich das jetzt gut in den Haaren verteilen konnte. Und deswegen werde ich das jetzt erstmal so lassen.
Jetzt geht es erstmal mit der zweiten Partie weiter. Und hier werde ich mir jetzt einfach alles abtrennen, bis auf meine obere Kopfkrone. Das mache ich immer so, weil ich die obere Kopfkrone, was meine Damming Brush angeht, ein bisschen anders bearbeite als die beiden unteren Partien. Aber das zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Das hier werde ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal wegklippen. Ist also wirklich nur der obere Teil. Und diese zweite Partie hier sieht man jetzt auch schon, das ist auch schon wieder hier alles schön am Trocknen. Hier werde ich jetzt genau das gleiche machen wie bei der ersten Partie. Bedeutet, ich werde die jetzt erstmal so lange ansprühen, bis das Squish-Geräusch wieder da ist. Dann werde ich auch hier wieder ungefähr die gleiche Menge an Leave-In Conditioner einarbeiten, wie ich das auch bei der unteren Partie gemacht habe. Und dann geht es auch schon mit der Damming Brush weiter. So, das habe ich jetzt aufgemacht und jetzt geht's an die Damming Brush. Ich benutze hier immer noch die D3 mit 7 Reihen. Aktuell habe ich aber nur 5 Reihen drin. Das mache ich im Herbst und Winter gerne so, weil ich dann größere Bündelungen kreieren kann und meine Locken ein bisschen mehr geschützt werden. Und jetzt nehme ich mir hier einfach so kleine random Partien. Müssen nicht unbedingt alle gleich groß sein. Und hier setze ich jetzt die Damming Brush relativ weit am Ansatz an, ziehe die Haare jetzt vom Kopf weg und drehe die Bürste dabei ein bisschen. Und dann lasse ich das einfach fallen. Man kann jetzt hier schon sehen, ich habe hier ein bisschen Volumen am Ansatz kreiert. Meine Bündelungen sind schon da. Und dadurch, dass man die Bürste dann noch ein bisschen dabei dreht, werden die Locken einfach ein bisschen mehr dazu animiert, sich schon zu kringeln. Und mit dieser Technik gehe ich jetzt einmal um den ganzen Kopf rum. So, das habe ich jetzt auch gemacht und das lasse ich jetzt auch erstmal einfach so. Jetzt geht es nämlich erstmal in die dritte Partie. Und hier werde ich jetzt auch erstmal wieder vorgehen wie bei den ersten zwei Partien. Bedeutet, ich werde die jetzt auch wieder so lange ansprühen, bis das Squish-Geräusch wieder da ist. Werde dann auch wieder den Leave-In Conditioner einarbeiten und dann werde ich euch mit der Damming Brush zeigen, wie ich hier vorgehe. So, jetzt nehme ich die Damming Brush und nehme mir immer von hinten kleine Partien. Setze da jetzt die Damming Brush auch wieder relativ weit am Ansatz an. Ziehe die Haare jetzt Richtung Hinterkopf und dabei drehe ich die auch Richtung Hinterkopf. Und dann lasse ich die einfach fallen. Damit kann ich nämlich verhindern, dass sich ein Scheitel bildet. Beziehungsweise es wird sich dann einfach natürlich ein Scheitel bilden, so wie die Haare eben fallen würden. Und gleichzeitig kann ich damit auch dafür sorgen, dass ich direkt wieder am Ansatz etwas mehr Volumen bekomme. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich vorne angekommen bin. Und die Haare hier vorne an der Stirn, die bearbeite ich jetzt mit Fingercoiling, weil ich hier nämlich oftmals solche kürzeren Strähnen habe wie die hier und die dann immer gerne frizzy aussehen, wenn meine Haare dann getrocknet sind. Deswegen nehme ich mir jetzt hier einzelne Strähnen, drehe die am Ansatz ein bisschen, dann werden nämlich diese ganz kurzen Haare damit reingearbeitet und dann wende ich hier einfach Fingercoiling an und lasse das auch fallen. So, das Step mit dem Leave-In Conditioner ist jetzt soweit fertig. Meine Haare sind jetzt auch alle mit der Damming Brush bearbeitet. Ich habe das jetzt noch nicht weiter irgendwie durchgescrunched oder so. Das kommt nämlich erst gleich, wenn ich das Frizz Control Curly Gel eingearbeitet habe. Und das ist jetzt nämlich der nächste Step. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie so die Konsistenz von dem Produkt aussieht. Okay, vom Geruch her erinnert mich das so doll an eine Bodylotion von Nivea. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Duft, ist nicht zu penetrant. Könnte hier auch wieder gut sein, dass der, wenn meine Haare trocken sind, komplett verflogen ist. Aber das werde ich dann sehen. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt einfach so auf die Hand bekommen hätte und ich wüsste, dass es ein Gel sein soll, dann hätte ich zu 100% gesagt, dass es eine Creme ist. Von der Konsistenz, vom Aussehen einfach allgemein erinnert mich das schon mehr an eine Creme als an ein Gel. Was man aber direkt sieht, ist, dass das auf jeden Fall leichter ist als der Leave-In Conditioner, weil es auch schon ein bisschen auf der Hand runterläuft. Vom Gefühl her ist es auch auf jeden Fall etwas leichter, etwas dünnflüssiger als der Leave-In Conditioner. Ich werde also auf jeden Fall erstmal mit dieser Menge hier arbeiten. Eventuell brauche ich nämlich gar nicht mehr. Und das verteile ich jetzt einfach hier in meinen Händen.
und arbeite das so ein, wie ich jedes Gel einarbeite. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, jetzt zwischen den Händen klebt es doch schon ein bisschen. Hier kommt jetzt also der Gelfaktor doch ein bisschen durch. Und jetzt nehme ich mir einfach meine Haare und glasiere die quasi mit diesem Gel. Das heißt, ich arbeite das nicht nochmal richtig ein. Ich gehe jetzt nicht nochmal mit den Händen richtig in die Haare und ziehe einmal durch, sondern überstreiche sie einfach mit dem Gel. Dann kann sich das Gel nämlich auf den Leave-In Conditioner legen, Bündelung quasi umschließen und wird dann so auch hoffentlich ein Cast bilden. Ich merke auch gerade jetzt so, wenn ich das so einarbeite, wenn sich beide Produkte miteinander verbinden, dann hat es eine leichte zitrusartige Note. Riecht auf jeden Fall sehr frisch, absolut nicht künstlich, auch nicht zu penetrant, ist immer noch sehr angenehm und leicht. Finde ich sehr, sehr schön. So, und jetzt knete ich das alles nochmal ein bisschen, um die Locken einfach noch ein bisschen mehr zu aktivieren, bevor ich das dann gleich lufttrocknen lasse. So, und jetzt kommt als letzter Step noch mein Seidentuch dazu. Ihr kennt es wahrscheinlich schon aus jedem einzelnen anderen Video. Ich benutze es jedes Mal, wenn ich meine Haare style. Und zwar binde ich mir das jetzt hier einfach so um den Hals. Das hat nämlich eine relativ glatte Oberfläche und hier können meine Haare jetzt ein bisschen drauf rumrutschen und bleiben nicht an meiner Kleidung hängen. So, und jetzt lasse ich meine Haare lufttrocknen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. Bis dahin kann man dann nämlich schon gut erkennen, ob sich ein Cast durch das Gel noch gebildet hat. Das werden wir uns also auf jeden Fall angucken, ob sich eben einer gebildet hat. Und den Rest der Feuchtigkeit werde ich dann eben danach rausdiffusen. Jetzt für diesen Moment kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Das Haargefühl war auf jeden Fall richtig angenehm. Ich bin hier so ein bisschen von einer Zitruswolke umgeben. Finde ich auch extrem angenehm, vor allen Dingen, weil es absolut nicht künstlich riecht. Sumilein wirbt ja auch damit, dass es Plant-Based Haircare ist, also dass es auf Pflanzenbasis beruht. Und das merkt man definitiv auch am Duft. Ich bin sehr gespannt, wie meine Haare die Produkte aufnehmen werden. Ich werde meine Haare jetzt also, wie gesagt, erstmal lufttrocknen lassen und wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare sind jetzt ungefähr zu 80-90% getrocknet und es hat sich tatsächlich ein Cast gebildet. Und zwar sieht man das hier bei den etwas dünneren Strähnen auf jeden Fall. Da, das steht alles so ein bisschen ab. Der ist jetzt nicht stark, aber auf der Flasche steht ja auch, dass es ein Medium Hold ist. Und ich finde dafür, dass es hier jetzt schon so ein bisschen absteht, ist das auf jeden Fall voll in Ordnung. Vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen stärker gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Produkt benutzt hätte. Aber ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass es hier alles steht. Man fühlt es auch, es ist ganz leicht knusprig. Es ist zwar nicht so stark, wie wenn ich zum Beispiel das Spurenlos FX Styling Gel benutze oder mein Wellaflex Schaumfestiger. Aber es hat sich nur mal ein Cast gebildet und dafür, dass ich erst dachte, okay, das sieht eigentlich mehr aus wie eine Cream, bin ich damit auf jeden Fall jetzt schon vollkommen zufrieden. Man sieht auch direkt, dass die Bündelungen sich gehalten haben. Es sind nur ganz dünne, so ein bisschen frizzy geworden. Hier ist auch noch kein Frizzfilm entstanden, aber ich habe auch noch ein bisschen Feuchtigkeit in den Haaren. Ich merke das vor allen Dingen hier an den Spitzen noch ein bisschen, da ist es noch etwas feucht. Und hier am Hinterkopf merke ich auch, dass da noch ein bisschen Feuchtigkeit ist. Das werde ich jetzt also trocken diffusen, bis meine Haare eben komplett getrocknet sind. Danach werde ich den Cast rauskneten, das alles so ein bisschen aufschütteln und dann gucken wir uns das Endergebnis an. So, ich sage jetzt erstmal noch gar nichts dazu. Ich zeige euch das Ergebnis jetzt erstmal, so wie jedes Mal. Also, ohne Witz, ich bin geschockt. Ohne jetzt irgendwie großartig zu spoilern. Ich glaube, diese Produkte sehen wir dieses Jahr nochmal in einem anderen Video. Ich sage jetzt noch nicht zu viel dazu. Diejenigen, die mir schon seit letztem Jahr folgen, könnten eventuell ahnen, was es dieses Jahr noch für ein Video gibt. Mehr sage ich dazu aber nicht. Ich bin auf jeden Fall geschockt,
von dem Ergebnis. Das fühlt sich so schön an, Freunde. Meine Haare sind unglaublich weich. Das ist wirklich, als hätte ich eine Wolke auf dem Kopf. Es ist alles super voluminös. Es fühlt sich wirklich an wie Zuckerwatte irgendwie. Ich bin einfach nur geflasht gerade. Es ist richtig weich. Meine Haare fühlen sich super hydriert an. Extrem gepflegt. Ich fahre die ganze Zeit hier durch meine Haare und ich habe null Produktrückstände an meinen Händen. Und dabei ist die Creme etwas dicker und das Gel ist etwas dicker, beziehungsweise hat eine Konsistenz wie eine Creme. Das fühlt sich so schön an, so leicht, so voluminös. Meine Locken kommen meiner Meinung nach auch gut durch. Die Definition ist auf jeden Fall da. Den Glanz finde ich auch natürlich. Meine Haare glänzen auf jeden Fall. Es ist aber nicht zu doll. Was den Frizz angeht, hier hat sich ein ganz, ganz leichter Frizzfilm gebildet. Allerdings habe ich ja jetzt auch schon so ein bisschen drin rumgewühlt. Und auf dem Gel steht auch drauf, es bietet nur einen mittleren Halt. Es ist jetzt nicht der überstarke Halt, aber ich bin trotzdem sehr geflasht davon. Und ich muss auch sagen, was den Duft angeht, es riecht ganz leicht nach Zitrone. Absolut natürlich, riecht absolut nicht künstlich. Es ist wirklich sehr leicht und auch wirklich nur, wenn man richtig an die Haare geht, dann riecht man das. Also um das jetzt alles nochmal kurz festzuhalten, meine Haare sind weich, sie duften toll, sie glänzen natürlich, ich habe Volumen, ich habe Definition, ich habe ganz leicht Frizz, dadurch, dass sich eben kein steinharter Cast gebildet hat. Meine Haare sind nicht beschwert, ich habe keine Produktrückstände an den Händen. Also ich finde hier gerade überhaupt nichts, was ich irgendwie anklagen könnte, außer den minimalen Frizz. Also ich bin wirklich hellauf begeistert, muss ich wirklich sagen. Werde ich definitiv noch weiter verwenden, werde ich definitiv weiterempfehlen. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch genug davon geschwärmt. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Also habt ihr hier jetzt noch irgendwas gesehen, was ich vielleicht noch nicht genannt habe? Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten oder zu dem Ergebnis? Schreibt gerne alles unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, ich werde dann darauf antworten. Wenn ihr jetzt sagt, okay, hier die Produkte von Sumila will ich selber ausprobieren, stehen bei mir jetzt auch auf der Liste oder will ich vielleicht auch weiter verschenken. Guckt auf jeden Fall mal in dem Online-Shop von Curls Friendly vorbei. Die haben mir diese Produkte zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle nochmal echt ein riesiges Dankeschön dafür. Ich verlinke euch den Online-Shop hier direkt unter dem Video in der Beschreibung. Da könnt ihr direkt draufklicken und dann gelangt ihr zu dem Online-Shop. Mit meinem Code ANIVA7 kriegt ihr auch direkt 7% auf eure Bestellung. Also lasst euch das nicht entgehen. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und ansonsten ist eigentlich nur noch zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr neu auf meinem Channel seid, hi, ich bin ANIVA. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video, also falls ihr nichts verpassen wollt, ist da unten der Button zum Abonnieren oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.